Hallo Hansa-Fans. Nach dem Rücktritt von Uwe Fester im Juni war die Position des sportlichen Leiters bislang unbesetzt. Chefcoach Peter Vollmann und ein sportliches Beratungsgremium haben diese Funktion übergangsweise ausgefüllt. Mit dem heutigen Tag haben wir nun endlich wieder einen neuen Sportdirektor. Herzlich willkommen an Bord der Kogge, Uwe Klein. Herzlich willkommen, danke. Moin, moin. Herr Klein, Freitagabend, Flutlichtspiel gegen Osnabrück. 90. Minute ist rum, 0:2. Die ersten Zuschauer gehen nach Hause. Und dann netzt Mustafa Kutschukovic zweimal ein. Das Ostseestadion explodiert. Ein Gänsehautgefühl für uns Fans, für Sie auch? Auch ich bin beim 2:2 aufgesprungen und habe gejubelt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Nach dem 0:2 hat keiner mehr dran geglaubt, dass die Mannschaft das noch biegen kann. Und das, was man dann aber erlebt hat, muss man schon sagen, dass die Mannschaft da Kampfgeist bewiesen hat und schon gezeigt hat, dass sie will und letztendlich dann am Ende auch verdient den Ausgleich gemacht hat. Mucki, ja heute Geburtstag, 28 Jahre, an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Kann jetzt Ihrer persönlichen Erfahrung nach so ein emotional doch sehr anrührendes Erlebnis auch so was wie eine Initialzündung für die Köpfe und Beine unserer Spieler sein, mal so eine kleine erfolgreiche Serie zu starten? Ja, das denke ich schon, weil das war am Ende ja wie ein gefühlter Sieg, weil man war ja schon auf der Verliererstraße und mit dem 2:2, glaube ich, ist auch jeder Zuschauer nach Hause gegangen und war irgendwo zufrieden. Ja, man hat zwar keinen Dreier geholt, aber die Mannschaft hatte sich nicht aufgegeben und am Ende des Tages dann noch den 2:2 Ausgleichstreffer gemacht. Und das fühlte sich schon an wie ein Sieg. Und wir hoffen dann zusammen, dass das vielleicht so eine Bremse mal lösen kann in dem einen oder anderen Kopf. Uwe Klein, geboren am 11. Januar 1970, war früher Mittelfeldspieler. Und Mittelfeldspieler, waren Sie da eher so der Typ Marke Wadenbeißer oder doch so der Ballzauberer? Ja, Mittelfeldspieler, angefangen habe ich im Sturm. Dann hat es dann irgendwann nicht gereicht mehr, weil die Klasse dann einfach zu hoch für mich erstmal war. Und dann ging es halt immer ein Stückchen weiter zurück. Nachher war ich sogar in der Abwehr, war auch Innenverteidiger oder rechter Verteidiger. Aber ich war schon einer, der auch gerne mal dazwischen gehauen hat. Und ganz zum Schluss ist man der Libero, ne? Steige im Alter dann. Ja, der Libero war es dann zum Glück nachher nicht. Am Ende meiner Karriere habe ich dann doch noch mal ein bisschen weiter vorne gespielt und ein paar Tore gemacht, aber ich war schon einer, der auf dem Platz auch mal austeilen konnte. Okay, sportlich erfolgreichste Zeit als Fußballspieler war schon VfL Wolfsburg, oder? Ja, kann man schon so sagen. Beim VfL Wolfsburg hatte ich sicherlich die erfolgreichste Zeit mit dem Aufstieg in die erste Liga und auch mit dem Erreichen des Pokalfinales in Berlin 1995 gegen Borussia Mönchengladbach. Wobei ich auch schöne Zeiten in Siegen gehabt habe, bei Sportfreunde Siegen. Das war auch eine sehr angenehme Zeit, weil wir eine super Mannschaft hatten, also einen super Zusammenhalt in der Mannschaft. Und das hat mir da auch riesig Spaß gemacht, muss man schon sagen. Siegen haben wir mit Julian Jakobs auch, aber da gab es keine Überschneidung. Ich habe schon mal gesucht, aber Nee. Die können sich da nicht getroffen haben. Nein. Ja, ich habe noch so ein Foto hier aus der VfL-Zeit rausgesucht und ich finde, also so doll verändert hat er sich nicht, nur das Bärtchen fehlt. Ja, zu dem Foto gibt es was zu sagen. Also ich kam ja als Amateurspieler zum VfL Wolfsburg und hatte zu meiner damaligen Zeit auch noch nicht so viel Erfahrung, wie es im Profibereich so abgeht. Ja, und bin da auch längere Zeit nicht zum Friseur gegangen, wollte da eigentlich auch dann irgendwann mal hin und auf einmal war an dem Tag ein Fototermin, hatte mir aber keiner gesagt und das ist am Ende des Tages dann dabei rausgekommen. Ich hätte mir gewünscht, wenn man es mir ein bisschen vorher gesagt hätte, aber es ist ein lustiges Foto, muss man sagen. Ja, und die Locken und so ein Bart hat ja damals jeder getragen, ne? Ja, sogar noch ein damals, bisschen mehr. Damals, ja. Aber ich bin ja froh, dass Sie nicht noch andere Fotos gefunden haben. Na, nicht beim ersten Mal, die holen wir bei den nächsten Malen raus. 2002 haben Sie die Trainerlizenz erworben, 2007 den Fußballlehrer gemacht, ja. Durchschnittsnote 1,8, zusammen mit einigen klangvollen Namen wie Basler, Rummenigge, Sforza, aber auch Abdar Ramdan habe ich da gefunden, den kennen wir hier ganz gut. Haben Sie noch so Kontakt zu dem einen oder anderen aus dieser Gruppe? Ja, ich habe schon noch zu sehr vielen Kontakt aus dieser Gruppe. Also das ist mit Sicherheit mit der Hälfte immer noch ein reger Austausch. Man telefoniert natürlich in regelmäßigen Abständen mal, nicht wöchentlich, aber man bleibt da schon immer im Kontakt. Und gerade Abdar, das war ein Kandidat, der saß direkt neben mir und wir beide, wir sind also das ganze Jahr über in Kontakt.
Was macht er jetzt eigentlich? Weil er ist ja eigentlich immer Co-Trainer bei Ewald Lien gewesen. Und wenn der keinen Hauptjob hatte, dann hat er auch ab da nichts. Ja, so war es jetzt in der Vergangenheit. Die waren zuletzt, glaube ich, in Rumänien gewesen. Und danach hat er jetzt eine Auszeit genommen und ist, glaube ich, in Frankreich im Moment bei der Familie. Okay. Wenn man so im Vorfeld für Interviews recherchiert, dann gibt es immer lange Lebensläufe zu lesen und so eine Latte an Texten. Bei Uwe Klein war es übersichtlich. Nach der Fußballerkarriere 2002 Co-Trainer Fortuna Düsseldorf bis 2014 Co-Trainer Fortuna Düsseldorf. Und ich weiß, ich habe es gelesen, die Bezeichnung der ewige Klein, das mögen Sie gar nicht so gerne, aber 12 Jahre im Profifußball ist schon eine Ewigkeit. Also 12 Jahre ist schon eine Ewigkeit, muss man sagen. Und ich glaube auch, wenn man die Karriere davor sieht, dass wo ich da gewesen bin, war ich auch immer länger als ein halbes Jahr oder als ein Jahr. Also ich bin eigentlich schon immer ein Spieler oder halt auch ein verantwortlicher Trainer gewesen, der sich mit den Vereinen da, wo er ist, halt auch sehr identifiziert und dann halt auch versucht, längerfristig zu planen. Und das ist auch mein Ziel hier bei Hansa Rostock. Und deswegen, gerade bei Fortuna Düsseldorf sind es 12 Jahre geworden, waren natürlich 12 hervorragende und schöne Jahre, die ich auch nicht missen möchte. Und ich hoffe natürlich, dass wir hier bei Hansa Rostock auch in irgendeiner Form sowas vielleicht wieder aufbauen können. Kurios ja auch, wie Sie eigentlich Co-Trainer geworden sind damals im Jahr 2002. So eine kleine kuriose Geschichte, mögen Sie die erzählen? Kann ich vielleicht kurz erzählen, ja. Es war so, dass ich noch zu meinem Abschluss ein Jahr Fußball spielen wollte bei einem kleinen Amateurverein und habe das dann dort auch gemacht. Und irgendwann nach einem Spiel fragte mich der Sohn von unserem Zeugwart, was machst du eigentlich nach dieser Saison? Dann habe ich gesagt, im Moment habe ich mir da gerade noch gar keine Gedanken drüber gemacht und ich bin gerade dabei, meine Trainerlizenz zu machen und so weiter. Dann sagt er, wenn du Co-Trainer werden willst bei Fortuna Düsseldorf, dann kannst du das machen. Ich sage, wie kommst du denn da drauf? Mache ich. Und so ist dieser Kontakt zustande gekommen. Der kannte wahrhaftig jemanden dort und hat dann dort den Kontakt hergestellt mit dem Trainer. Wir haben uns getroffen, waren sympathisch, haben einen sehr guten Austausch gehabt und so bin ich letztendlich dann bei Fortuna Düsseldorf gelandet. Und dann auf sagenhafte 460 oder über 460 Spieler auf der Bank gekommen, 8 verschiedene Trainer da miterlebt. Wer hat Sie da so am meisten geprägt? Von wem haben Sie am meisten mitgenommen von denen? Naja, ich glaube, dass ich von jedem was mitnehmen konnte. Die erfolgreichste Zeit und intensivste Zeit hatte ich sicherlich mit Norbert Meyer. Ja, das muss man ganz klar sagen. Aber alle Trainer haben mir irgendwas mitgegeben. Nimmt natürlich von allen Trainern oder versucht von allen Trainern immer so die besten Sachen rauszufiltern und wenn möglich die Sachen, die nicht so gut gewesen sind, halt auch runterfallen zu lassen am Tisch. Aber das mit Norbert Meyer war schon eine sehr intensive Zeit und eine sehr, sehr schöne Zeit und die möchte ich auch nicht missen. Höchstmögliche Erfolge mit ihm da gefeiert. Bei dem Norbert Meyer, da könnten Sie mir zukünftig so ein bisschen behilflich sein, weil der Lümmel, der gibt keine Interviews nach dem Spiel. Also der bürstet immer gegnerische TVs ab. Und ich habe es also 3-mal probiert. Rückspiel gegen Bielefeld hätten wir im März. Also ich wäre Ihnen ja dankbar, wenn Sie vielleicht da was arrangieren könnten. Das werde ich versuchen. Ich weiß, dass es bei Norbert nicht ganz so einfach ist. Er ist sehr, sehr, ich sage jetzt mal, vielleicht kommt er sehr, sehr kühl rüber, aber wenn das Eis einmal gebrochen ist, dann ist er auch relativ locker. Okay. Spricht man so über die Zeit in Düsseldorf, dann kann natürlich der 15. Mai 2012 nicht fehlen. Relegationsspiel gegen Hertha BSC. Wie haben Sie diese verrückten Momente und Erlebnisse, die wir ja zumeist am Fernseher verfolgt haben, wie haben Sie die erlebt? Ja, wie habe ich die erlebt? Ich habe auch nur mitbekommen, wie der Schiedsrichter einen Pfiff losgelassen hatte und alles aufs Spielfeld gelaufen ist und ich auf einmal Andreas Lamberts im Arm hatte und der mich dann angeschrien hat und hat gesagt, Uwe, haben wir es geschafft? Ja, und ich sage, Lumpi, ich glaube ja, aber wissen tue ich es nicht. Sagt der Uwe, haben wir es geschafft? Ja, ich sage, Lumpi, ja, wir haben es geschafft, aber es mussten dann leider doch nochmal ein paar Minuten gespielt werden am Ende des Tages, aber Gott sei Dank sind wir dann nachher doch noch durchgekommen. Und das war ein Wahnsinnserlebnis. Wahnsinn. Und es zerrt ja aber auch so an den Nerven, wenn dann der Gegner doch Protest einlegt und man bis vors höchste Gericht muss, ob man dann nur aufgestiegen ist oder nicht. Wenn man sich immer noch so ein bisschen unsicher ist da. Ja, ich glaube, dass die Nachberichterstattung da
was er Nötiges dazu beigegeben hat, weil da gab es dann Aussagen von wegen, dass man in der Kabine mit Angst auf dem Boden gelegen hätte und so weiter. Also es waren, ich sag mal, haarsträubende Sachen, die da rausgekommen sind, dass ein Otto Rehhagel Angst gehabt hätte und so weiter. Also das fand ich schon ein bisschen überzogen. Ja, man musste einfach anerkennen, dass wir in zwei Spielen es verdient gehabt haben, aufzusteigen in die erste Bundesliga. Und das wollte man einfach nicht. Klar, es geht immer um sehr, sehr viel Geld im Profibereich. Aber es war halt nun mal so, wir haben in Berlin gewonnen und wir haben halt auch in Düsseldorf ein sehr, sehr gutes Ergebnis erzielt. Und was dann am Ende des Tages gereicht hat. Und dann muss man das auch einfach mal sportlich anerkennen. Ja, so ein Relegationsspiel hier bei uns im Stadion, ich würde es auch mal gerne erleben. Ich würde auch den Elfmeterpunkt ausprobieren. Also ich brauche es nicht unbedingt. Also ich würde es lieber vorher klären. Ja, okay. Gut, bevor wir so diesen Komplex einmal abschließen, einen Punkt aus der Düsseldorf-Zeit würde ich schon noch gerne besprechen. Und zwar gab es da ein Plakat einer Fangruppe, die sich gegen sie als Person ausgesprochen hat, aber im Nachhinein dafür öffentlich entschuldigt hat. Was war da los? Kann ich auch ganz kurz erzählen. Es ist also so gewesen, dass die Kurve der Block 42, die Ultras von der Fortuna, einige Wochen oder Monate vorher schon mal eine Anfrage gestellt haben, ob ich denn für sie mal bereitstehen würde für ein Gespräch. Und diese Anfrage ist bei mir aber nie angekommen. Und dadurch kam das Gefühl auf, ich wollte mit ihnen nichts zu tun haben. Und das habe ich dann aber irgendwann geklärt. Ich habe dann den Kontakt hergestellt zu der Gruppe und zu einem, der dort, ich sag mal, mit hauptverantwortlich ist. Und wir hatten ein sehr, sehr gutes Gespräch und haben uns dann aber darauf verständigt, dass doch bitte nochmal eine Anfrage gestellt werden sollte, offiziell, um dann zu schauen, ob das wieder passiert. Und da muss man einfach sagen, da ist etwas gelaufen, das fand ich nicht in Ordnung. Ich habe den Jungs das auch gesagt. Ich sage, ich habe keine Rückmeldung bekommen, dass ich zu euch kommen soll. Ich komme aber gerne zu euch, ja, und jederzeit, wenn ihr euch an mich wendet. Das habe ich im Vorfeld nicht gewusst und habe dann anschließend ein, glaube ich, vierstündiges Gespräch mit den Jungs sehr, sehr intensiv gehabt, in dem sie die Person Uwe Klein auch erstmal richtig kennengelernt haben, weil ich schon auch immer eine Person war, die nicht unbedingt in der Öffentlichkeit gestanden hat in Düsseldorf, weil diesen Part war für mich klar, den hat der Sportdirektor, den hat der Cheftrainer und so weiter. Ich habe immer meine Arbeit im Hintergrund gemacht, so gut es geht. Und die Gruppe wollte einfach wissen, wer ist denn eigentlich Uwe Klein? Ne? Man kannte von mir nicht so viel, ich war nicht sehr auffällig in der Stadt, dass ich irgendwelche Eskapaden hatte oder sowas, sondern ich habe meinen Job gemacht und habe mich auch relativ ruhig in der Stadt bewegt. Und deswegen war ich denen vielleicht etwas suspekt, das weiß ich nicht genau, aber so kam es dann nachher rüber und letztendlich hat sich das dann aber nachher alles aufgeklärt und ich habe heute immer noch einen sehr, sehr guten Kontakt zu denen. Okay. So haben Sie ja heute einen Vertrag beim FC Hansa Rostock bis zum 30.06.2016 unterzeichnet. Haben Sie sich danach dann jetzt gleich in Arbeit gestürzt oder erstmal in Ruhe einen Stadtrundgang gemacht? Nein, Stadtrundgang habe ich noch keinen gemacht, sondern heute, das war schon ein kleiner Marathon, der bis jetzt den ich jetzt gerade absolviert habe. Aber ich habe mich natürlich schon mit Hansa Rostock beschäftigt die letzten Wochen, weil natürlich die Gespräche, die ich mit dem Herrn Dahlmann gehabt habe, dann schon intensiver geworden sind die ganze Zeit und ich mich natürlich dann parallel auch dazu schon gekümmert habe, was könnte man denn in bestimmten Situationen machen. Und deswegen, ich hoffe jetzt, wenn ich morgen den Tag dann noch hinter mir habe, dass ich mich dann mal auf das konzentrieren kann, für das, was ich auch eigentlich jetzt dann machen soll. Also zumindest schon gut vorbereitet hier angekommen, weil es ist auch wichtig, ich denke, es liegt sehr viel Arbeit hier vor uns und da ist keine Zeit zu verlieren. Schaut man sich jetzt mal die nackte Tabelle an. 3 Siege, 5 Unentschieden, 8 Niederlagen und gerade noch so über dem Strich mit Platz 17. Ihrer Meinung nach, was läuft hier gerade nicht rund beim FC Hansa Rostock und an welchen Stellschrauben müsste man drehen? Ja gut, was jetzt nicht so rund läuft, ja, das muss ich mir natürlich jetzt auch erstmal noch in Ruhe alles angucken. Ich habe jetzt auch nur Spiele von oben von der Tribüne aus sehen können. Muss da sagen, dass die Mannschaft wirklich immer versucht hat, alles zu geben. Ich auch sehr, sehr viele Spiele mittlerweile in der dritten Liga von anderen Mannschaften gesehen habe und ich sagen muss, dass in der Liga jeder jeden schlagen kann. Also da waren keine Übermannschaften oder sowas dabei. Im Moment
muss man sagen, schafft es die Mannschaft von Hansa zumindest Rückstände zu egalisieren, indem dass sie die Ergebnisse dann wieder pari gestaltet. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, weil es gibt sich keiner auf. Und auch auf dieser Basis sollten wir auf jeden Fall aufbauen und weiter hart arbeiten. Und dann kommt das Glück auch sicherlich wieder zurück. In der Mitgliederinformation haben Sie Parallelen gesehen zwischen Fortuna Düsseldorf vor ein paar Jahren und aktuell dem FC Hansa Rostock. Welche Parallelen sind das? Ja, man muss natürlich sagen, Hansa Rostock ist ein Traditionsverein und das ist natürlich die große reizvolle Aufgabe für mich gewesen, dass ich diesen Vertrag hier unterschreibe, weil auch Fortuna Düsseldorf ein absoluter schlafender Riese gewesen ist. Ja, wir hatten zum damaligen Zeitpunkt 4.000 Zuschauer und zu Erstliga-Zeiten waren es dann nachher im Schnitt 45.000. Und gut, dieses Fassungsvermögen hat jetzt Hansa Rostock nicht, aber es sollte hier schon wieder möglich sein, auch Profifußball zeigen zu können. Und da möchte ich natürlich einen großen Teil mit beitragen und da heißt es anpacken, Ärmel hoch und Gas geben. Damit wir nicht wie andere schlafende Riesen enden, wo der Unterschied zwischen Schlafen und Tod eigentlich sehr übersichtlich ist. Wir haben beide die Augen zu, ne? So sieht's aus. Die Ergebnisse der Profimannschaft sind ja nur die eine Sache. Stehen Ihrer Meinung nach kurz- und mittelfristig noch andere Baustellen im sportlichen Bereich als Gesamtes an oder bedarf das auch noch einer weiteren Analyse? Wie gesagt, die Zeit war einfach jetzt zu kurz, um mir einen genauen Einblick zu schaffen über den Gesamtverein. Wir haben sicherlich über vieles gesprochen, was man bei Hansa ändern müsste. Und das werden wir uns jetzt in Ruhe anschauen und dann halt auch die entsprechenden Maßnahmen treffen und dann versuchen, wieder die Kogge in die richtige Richtung zu bringen. Und da bedarf es aber natürlich jetzt erstmal schon noch ein bisschen Zeit, die man braucht, um sich da einen richtigen Einblick zu verschaffen. Sie sollen aber schon so die Oberaufsicht, nicht nur Profimannschaft, sondern auch Nachwuchsakademie, Scouting, das soll alles unter Ihrem Hut da zusammenlaufen und da haben Sie den Hut auf. Genau, also das wird der Bereich sein, im Nachwuchsbereich sowie halt auch im Scouting-Bereich, weil der Scouting-Bereich ist ja wohl, wie ich es mitbekommen habe, ganz runtergefahren worden und da wird es also wichtig sein, in der Zukunft auch Maßnahmen zu ergreifen, dass der wieder ausgebaut wird, weil sie werden als eine Person es nicht schaffen, einen Verein wieder ganz nach oben zu bringen. Das wird nicht funktionieren, dafür brauchen sie viele Helfer und vor allen Dingen welche, die dann auch das Entsprechende sehen, was man gerne will. Und da bin ich aber gerade dabei, auch schon Kontakte zu knüpfen, Jungs, die ich halt kenne, wo ich auch Vertrauen zu habe, die auch wissen, wie ich den Fußball sehe und dass man da sich halt austauscht und vielleicht auch den einen oder anderen guten Tipp bekommt, wo ein guter Spieler ist, weil man nicht auf jedem Fußballplatz sein kann in Deutschland. Das geht nicht. Eine Frage aus dem Online-Forum, die passt da eigentlich ganz gut, wo gefragt wurde, werden wir jetzt weiter unser Scouting so auf untere Ligen ausdehnen oder auf die Ersatzbänke anderer Mannschaften oder vielleicht, so wie es früher bei unserem Verein so war, mal so nach Skandinavien, Dänemark, Schweden mit rüberluschern. Das ist sicherlich eine gute Möglichkeit. Gerade der Markt bietet gute Spieler, muss man sagen. Und es ist auch nicht so weit. Also das werde ich sicherlich ins Auge fassen, dass man auch da drüber schaut, was dort an guten Spielern zur Verfügung steht. Da gibt es also auch Kontakte von meiner Seite aus nach Dänemark. Das werde ich schon in Angriff nehmen. Gut, Dänemark notieren wir uns dann hier mit bei. In Düsseldorf saßen Sie nicht nur auf der Bank und haben, wie bereits gesagt, 8 verschiedenen Trainern assistiert, sondern laut einem Artikel haben Sie auch noch andere Aufgaben gehabt. Ich zitiere mal. Er hat sich um Dinge gekümmert, für die es woanders Fachabteilungen gibt. Kondition, Scouting, Spielbeobachtung und. Er hat Videoanalysen in Düsseldorf eingeführt, die heute zum Standardrepertoire in der Vorbereitung auf einen Gegner zählen. Und er hat da auch eine Software für entwickelt. Softwareentwickler Uwe Klein? Wow. Ja, also ganz so extrem ist es nicht, aber wir hatten zum damaligen Zeitpunkt, als ich angefangen habe, gar nichts. Also es gab wirklich nichts. Es gab noch nicht mal ein Telefon in der Trainerkabine. Und wir haben dann nach und nach versucht, ich sag mal, so stückchenweise uns zu verbessern, weil natürlich halt auch, es gab kein Geld, es war wenig Geld da, also mussten wir uns immer wieder versuchen, in irgendeiner Form mit anderen Sachen zu behelfen. Und dann haben wir Kontakte geknüpft, wo wir halt gesponsert worden sind, wo wir Sachen bekommen haben,
gerade was Videoanalyse oder sowas anbetraf, da hatte dann die Firma Mastercoach uns dann unterstützt, kostenlos. Und da nochmal muss ich sagen, das hat uns sehr, sehr geholfen, weil das ist ein sehr, sehr gutes Medium, um halt auch Spielern bestimmte Dinge, die nicht nur falsch laufen, sondern die auch gut sind, aufzuzeigen. Und parallel dazu natürlich halt auch, was Scouting und so weiter anbetraf, gab es halt auch nichts. Und Spielbeobachtungen, ich war im Prinzip Mädchen für alles. Konditionsarbeit, Auswertung der Leistungsdiagnostik, dann anschließendes Erarbeiten der konditionellen Grundlagenfähigkeiten und so weiter und so fort. Was nachher natürlich mit der Erweiterung des Trainerstabs dann besser geworden ist und auch nötig gewesen ist, weil sie können nicht alles machen, das geht nicht. Das war damals halt einfach so nicht anders machbar. Und wir haben uns dann damals weiter professionalisiert und letztendlich hat der Verein den richtigen Weg eingeschlagen und heute stehen sie finanziell sehr, sehr gesund da. Sie haben eben gesagt, Sie haben schon so angefangen, so leichte, zarte Kontakte zu knüpfen, welcher der Jungs vielleicht perspektivisch hier mal an der Ostsee landen könnte. Ich bin ja nur fußballerischer Laie, aber 12 Jahre Co-Trainer bei so einem Verein wie Düsseldorf, da hat man doch eigentlich schon ein richtig dickes Netzwerk, oder? Das kann man so sagen, ja. Also ich habe auch schon mit den Verantwortlichen drüber gesprochen. Also von Island bis nach Griechenland war ich also auch schon überall, weil ich halt auch im Ausland dann überall unterwegs gewesen bin, an den freien Tagen. Also freie Tage gab es nicht so viel in Düsseldorf. Und gerade was das Spielernetzwerk anbetrifft, da hat man ja, ich meine, in 12 Jahren, wie viele Spieler sind da durchgegangen? Ich kann sie, glaube ich, gar nicht mehr alle zählen, aber ich habe heute jetzt schon ganz viele SMS von meinen ehemaligen Jungs bekommen, die mir alle sehr viel Glück wünschen und die Daumen drücken, dass das alles gut geht hier und wir wieder erfolgreiche Zeiten haben werden. Und da muss ich schon sagen, da sind sehr, sehr viele Spieler dabei, wo ich auch heute noch anrufen kann und die immer ein offenes und ehrliches Wort für mich haben und auch gute Auskünfte geben, muss man schon sagen. Natürlich halt auch in den ganzen Jahren, die ganzen Berater, die man kennengelernt hat, zu denen besteht natürlich halt auch ein Kontakt. Deswegen ist das schon eine große Hilfe. Und wie viele SMS waren dabei, wo drin stand, Trainer, Herr Sportdirektor, wir wollen in Rostock spielen? Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Also so heute früh beim Ankommen noch keinen der Jungs irgendwie mit im Gepäck gehabt hier, den wir dann vorstellen. Kurzfristig? Nein. Wie kam eigentlich die Verbindung zum FC Hansa Rostock zustande? Kann man darüber sprechen? Ja, ich hatte, das ist wohl über einen gemeinsamen Bekannten in Düsseldorf gekommen, der mich dann mit Herrn Dahlmann in Verbindung gebracht hat und wir dann ein erstes Gespräch geführt haben uns dann außerhalb von Rostock getroffen, hatten dann dort ein intensiveres Gespräch und wurde dann gebeten, nach Rostock mal zu kommen, mich hier mal umzuschauen, die ganze Anlage mir mal anzuschauen, war dann bei einem Spiel gegen MSV Duisburg und hatten danach dann nochmal ein drittes Gespräch und auch noch ein viertes und ja, das wurde immer intensiver und letztendlich freue ich mich jetzt heute hier zu sein. Eine Frage aus dem Publikum, die ich auch durchaus interessant finde vor der Sendung. Wenn der Herr Klein 12 Jahre Co-Trainer war in Düsseldorf, warum wird er jetzt Sportdirektor und wird nicht irgendwo Chefcoach? Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Nein, Quatsch. Es ist also so, dass ich in Düsseldorf nach meiner Zeit jetzt als Co-Trainer angefangen hatte. Wir haben angefangen, ein Haus zu bauen und diese Zeit war halt jetzt die für mich die Möglichkeit, mich darum zu kümmern. Ich hatte jetzt in der ganzen Zeit mehr oder weniger nur Fußball geschaut und hatte mich auch auf dem Trainermarkt oder so überhaupt nicht umgeschaut, sondern ich wollte erst diese Geschichte erledigen, weil es sonst immer Schwierigkeiten gibt. Und dann kam aber irgendwann der Anruf von Hansa Rostock und dann habe ich mich mit meiner Frau hingesetzt und haben darüber gesprochen und habe das als eine riesen Herausforderung gesehen, diesen Verein hier wieder versuchen mit in die richtige Richtung zu bringen und habe dann sofort gesagt, okay, das machst du. Natürlich hätte es auch Möglichkeiten gegeben, als Trainer zu arbeiten, aber ich wollte einfach jetzt auch mal selber was machen. Ja? Und ich hätte eine gute Möglichkeit, noch als Co-Trainer wiederum zu arbeiten, aber ich habe gesagt, nee, ich will jetzt mal selbst an die Front und versuchen, mal mit anzupacken, richtig anzupacken.
Man wird natürlich auch eine Riesenumstellung, weil Sie haben es selber gesagt, als Co-Trainer konnte man sich immer so ein bisschen zurücknehmen. Als Sportdirektor steht man jetzt im Rampenlicht und die Erwartungshaltung hier in Rostock ist schon eine sehr große, habe ich das Gefühl. Ja, das ist auch gut so. Dem Ganzen werde ich mich auch stellen. Ja, belastet und, nicht. Nein, das belastet mich auf keinen Fall, weil ich sage mal so, ich freue mich auch darauf, weil auch in Düsseldorf war es jetzt nicht so, dass ich nur am Rande gelaufen bin und habe die Hütchen aufgestellt, sondern es gab also auch Interviews mit lokalen Fernsehsendern oder halt auch mit Presse oder so. Das war also kein Problem und deswegen freue ich mich jetzt auch auf die Zeit, mit den Medienvertretern dann irgendwann zu arbeiten und hoffe, dass das natürlich halt auch konstruktiv und auch fair bleibt. So wirken Sie auch konstruktiv und fair, sind Sie aber auch so wie früher auf dem Platz, wenn Sie es angedeutet haben, auch der Typ, der aber auch richtig mal auf den Tisch hauen kann, wenn es dann hier nicht so läuft, wie es Ihnen passt? Naja, ich versuche das schon erstmal noch auf die ruhige Art und Weise, aber die Spieler, die mich kennen, die wissen, dass ich schon lange Geduld habe, aber wenn die Geduld dann reißt sie auch. Und in Düsseldorf, die Jungs, die wussten, bis wohin sie gehen konnten, aber dann haben sie auch sofort einen Cut gemacht und kehrt in die andere Richtung. Dann hoffen wir, dass unsere Jungs das dann auch schnell mitkriegen, ja? Aktueller Wohnort Düsseldorf, Sie sagen, Hausbau steht da auch oder war noch mit bei. Wie sieht denn die Perspektive aus? Nach Rostock ziehen wollen Sie aber schon? Ja, definitiv. Wir werden dieses Haus in Düsseldorf fertigstellen. Aber unseren Wohnsitz so schnell als möglich jetzt nach Rostock umlegen. Das heißt, wir werden auch in dieses Haus, so wie es aussieht, nicht einziehen erstmal. Und Ihre Frau Petra ist damit einverstanden? Die ist sehr damit einverstanden, weil sie auch für mich natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, weil Sie wissen, wenn es in der Familie nicht stimmt oder irgendeiner was dagegen hat, dann passt das nicht. Und meine Frau hat sofort gesagt, an der Ostsee hat sie überhaupt nichts dagegen. Sie freut sich riesig hier drauf, auch mal hier oben am Meer zu leben. Und das ist für mich halt auch wichtig, weil wenn sie zu Hause, ich sag mal, jemand haben, der sich damit nicht anfreunden kann, dann macht das Ganze keinen Sinn. Und aus dem Grunde freuen wir uns beide, relativ zeitnah unseren Wohnsitz hier in Rostock haben zu können. Gut. Am Sonntag steht ja nun das Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Stuttgart hier an. Viele Fans, mich eingeschlossen, wir erwarten dann endlich mal wieder einen Sieg. Sie auch? Ich auch. Natürlich erwarte ich einen Sieg, weil die Mannschaft es jetzt einfach auch verdient hat. Wer so nach einem 0-2 dann wieder zurückkommt, der hat jetzt einfach, ist jetzt einfach in der Pflicht zu sagen, wir müssen alles in die Waagschale werfen, um diesen Dreier hier in Rostock zu behalten. Und ich hoffe natürlich, dass wir, was die Verletzungsmisere anbetrifft, auch mal ein bisschen weiter verschont bleiben. Heute hat sich leider wieder ein Spieler verletzt und da gibt es noch keine ganz genaue Diagnose, aber das wäre nicht so gut. Okay. Man sieht ja viele sportliche Leiter bei Spielen auf der Bank sitzen. Einige sind im VIP-Bereich, andere sitzen irgendwo oben im Stadion, um einen guten Überblick zu haben. Wie werden Sie das handhaben? Ja, so genaue Gedanken habe ich mir da noch nicht drüber gemacht, aber ich glaube, dass ich erst oben sitzen werde, mir das Ganze in Ruhe noch alles von oben anschauen kann, weil man da einfach doch noch einen besseren Blick hat. Und es ist vielleicht auch ganz gut, wenn ich das mir erst von oben angucke, weil unten bin ich vielleicht auch noch zu explosiv an der Linie. Deswegen im Moment möchte ich mir das ganz gerne alles noch ganz von oben anschauen. Noch keine rote Karte vom Schiri riskieren. Nee, da bin ich auch ein Kandidat für in der Vergangenheit zwar gewesen, aber nicht so oft. Ja. Also zwei-, dreimal bin ich also auch schon vom Platz geflogen. Na gut, das werde ich dann nochmal recherchieren und rausholen. Gut, dann hoffe ich, dass Sie von oben drei Punkte unseres Vereines am Sonnabend mit bejubeln können. Herr Klein, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen und uns viel gemeinsamen Erfolg und immer ein glückliches Händchen bei den Entscheidungen. Danke. So, und hier im Besitos geht es dann natürlich gleich weiter mit der angekündigten offenen Fragerunde für alle, die jetzt noch nicht genug gehört haben. Vielen Dank an die Zuschauer zu Hause und hoffentlich dann bis Sonnabend im Stadion. Bis dahin, ahoi.